Zwei kleine Äffchen fahren heute Motorrad. 7 Tage 7 steht der Werk und dann noch sowas. Duschen jeden Tag, muss man nicht. Kennzeichen haben, muss man nicht. Schlafen in einem Bett, muss man nicht. Reichweite haben, das schon. Sie haben kein Geld zum Leben, doch können super kleben. Stuttgart, Hamburg, Frankfurt, München, das müsst ihr erleben. Nürnberg, Dortmund und auch Köln, schickt, was ihr nicht guckt. Zwei Idioten muss man mögen, weil es was sich juckt. Willkommen zurück zu Folge 11 unserer Reise oder 12, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall stehen wir gerade vor dem Schloss Nürnberg oder so. Hier hat das letzte Video geendet. Wir sind komplett K.O., wir haben Sonnenbrand, ich habe Ausschlag, unsere Schultern brennen, unsere Arme brennen. Die Rucksäcke sind viel zu schwer und wir müssen jetzt 3,5 Stunden nach Leipzig fahren. In Leipzig sind wir um 20 Uhr verabredet mit einer Zuschauerin, die ich schon ganz lange kenne und werden dort auch zum Essen eingeladen. Wir werden kommen. Wie verschwitzte, Obdachlose. Gerade sagst du ja. Wie Schwänze werden wir da ankommen. Aber es ist part of the game. Genau deswegen machen wir diese Reise. Und am morgigen Tag müssen wir auch noch zurückfahren nach Berlin. Das wird auch nochmal echt ein Krampf und sehr todesscheißen anstrengend. So oder so geht's jetzt für uns erstmal auf die Autobahn. Von da aus fahren wir weiter, bis wir tanken müssen und machen dann Tankstopp. Wenn euch sowas gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Abonniert den Kanal, ich bin schon zu K.O. Ich muss mein Handy jetzt, weil mein Handy zu wenig Prozent hat, schon anschließen am Kabel und wir hoffen einfach, dass es hier funktioniert. Wir haben jetzt von unserem Trip 7 Städte abgehakt erstmal, aber wir müssen halt noch nach Hause kommen und wir haben jetzt eine gute, ich würde sagen 2100 Kilometer hinter uns. Die Maschinen laufen noch tadellos, zum Glück. Ja. Würde mich auch echt triggern, wenn es anders wäre. Hier ist wieder 14 Stunden rot, ihr könnt schon wieder ausrasten. Alles gut, Großer. Wir haben ja nur noch 2 Stunden 48 auf der Uhr. Sag mal Kilometer? 270 Kilometer. Das ist jetzt mit Abstand die längste Reihe, also der längste Trip, den wir, glaube ich, gemacht haben. Ich glaube, nicht mal nach Hamburg am Anfang war es so lang, oder? Nein, nee. Nicht mal ansatzweise. Ja. Alter, scheiße. Das war auch so dumm von dir, das zu machen. Oh, Sonnenbrand auf dem Bein habe ich jetzt auch noch. Glaubst du ehrlich, wir kriegen Hautkrebs? Sagst du, wir kriegen Hautkrebs? Dann ist es so. So. Dann ist es so. Digga, du tankst alles für den Trip. Es gibt nur Plan A. Scheiß drauf. Und morgen kommen wir einfach auf unsere 2000, ich glaube sogar 3000 Kilometer haben wir ab morgen. Ich muss mal durchrechnen. Auf jeden Fall eine Menge, Alter. Das ist eine Masse. So, wir fahren jetzt so 184 Kilometer geradeaus. Das wird jetzt erstmal ewig dauern. Ich denke mal, in 180 Kilometern wird auch unser Tank langsam absagen. Hier ist es von der Temperatur her ein bisschen frischer. Also nicht frischer, ein bisschen kälter einfach. Und es ist sehr angenehm, muss ich sagen. Mal gucken, wir fahren jetzt erstmal ganz lange geradeaus. Freunde, wir sind mittlerweile 110 Kilometer später. Wir haben noch 1:35 oder so auf der Uhr und wir haben jetzt den ersten Autohof entdeckt. Woo! Auf jeden Fall fahren wir jetzt erstmal auf den Autohof rauf, um die Bikes voll zu tanken, denn ich habe noch einen Balken. Wir haben jetzt genau eine Tankfüllung verfahren, einfach eine halbe. Ihr merkt es nicht, weil man kann ja leider keine Temperatur aufnehmen. Aber es sind einfach Temperaturunterschiede des Grauens. Wir sind bei 33 Grad wieder losgefahren. Unsere Arme, unsere Beine, alles hat gebrannt. Wir haben geschwitzt wie Sch**. Und jetzt hier, es ist arschkalt, Bruder. Ich schwöre es dir. Es ist so dermaßen kalt. Alter, ist sie voll. Ja, ach du Sch**. Yo, 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 guys. What's up, what's up, what's up? Der BMW wird frei vor dir. Ist bei dir auf der Seite nicht auch frei? Die Seite hier ist frei, ja. Komm doch hierher. Ist sie nicht die ganze Zeit schon frei? Stand da gerade jemand? Nee, ist gut. Das müsste jetzt eigentlich losfahren. Ist gerade eingestiegen. Hier ist nur I10. Mir ist in meinen dreckigen Arsch. Echt jetzt? Jetzt. Ja. Muss jetzt wirklich hierher kommen? Ich hab meinen Nutten auf. Digga, er wartet 20 Minuten da, dann ist er jetzt hier, jetzt muss er hierher kommen. Das ist geil. Ist schon lange her, dass ich eine komplette Tankfüllung an einem Tag verfahren habe und noch mehr. Ist schon lange her bei mir. Hallo?
Einmal die 6 bitte, mit Karte. Ich bin richtig froh. Früher war mir beim Tanken immer richtig viel unangenehm, weil ich immer Angst hatte, weil ich dachte so, ey, andere Leute stressen sich wegen mir, müssen wegen mir warten, es tut mir so leid, oh mein Gott, nein, wie schlimm und so. Und heute ist es mir gar nicht mehr unangenehm und ich habe auch gar keinen Stress mehr, weil ich mir denke, ey, ich muss mir ja keinen Stress machen, damit andere nicht länger warten müssen, dann müssen sie halt kurz warten. Das finde ich gut, dass ich dieses Selbstbewusstsein dafür aufgebaut habe. Es war nicht immer so bei mir, also Tanken damals hat es richtig Überwindung gekostet, überhaupt das erste Mal tanken zu gehen. Wir fahren jetzt weiter, haben jetzt kurz 5 Minuten, 6 Minuten entspannt, haben gerade nochmal mit Eumel telefoniert. Eumel wollte uns eigentlich überraschen, die süße Maus. Aber dürfte dann doch nicht. Jetzt fahren wir, was ist das für ein Sticker, Digga? Ja, ist ja komisch. Der sieht so neu aus, als wäre er gerade erst aufgeklebt worden, ne? Das sieht sehr schick aus, oder? Ist ein cooler Sticker, ja? Ist schon cool. Auf jeden Fall fahren wir jetzt von der wunderschönen Raststätte los, haben die Karren vollgeschmissen und brauchen 1:30 bis zu dem Treffpunkt, wo wir uns treffen. Da wurde mir jetzt geschrieben, zu 20 Uhr wurde ein Tisch bestellt. Ja? Wir sind richtig, ja, richtig edel, Leute. Ja, heißt, wir fahren oder wir gehen heute wahrscheinlich zum letzten oder das letzte am letzten Tag in ein richtiges Restaurant. Jetzt geht's erstmal los. Wir haben Pullover jetzt angezogen, weil es arschkalt ist und unsere Haut brennt wie Feuer. Steve seine sowie meine. Naja. Alter, der Pulli drückt richtig rauf auf den Sonnenbrand. Ja, aber part of the game. Ab geht's 130 Kilometer. Müssen wir jetzt noch machen. Wir müssen mal schauen, wenn wir ganz, ganz viel Pech haben, dann kommen wir vielleicht in einen gottlosen Regen. Wir haben gerade nachgeguckt, wir sind jetzt insgesamt schon 2130 Kilometer gefahren. Und mit dem Weg dahin jetzt und von da nach Berlin sind es insgesamt genau 2485 Kilometer. Wahrscheinlich werden wir aber heute noch mal kurz fahren in Leipzig, weil wir ja zu dem Restaurant müssen. Und deswegen kommen wir tatsächlich exakt auf unsere 2500 angesagten Kilometer. Yo Leute, kleines Zwischenupdate. Wir haben schon mal Pech. Die Straßen sind nass. Ich weiß nicht, ob man es auf der Aufnahme sieht. Die Straßen hier sind richtig nass. Und es riecht, also ihr könnt es nicht riechen, aber ich rieche es. Es riecht sehr krass nach Regen. Und vor uns, ihr seht es, das sieht gar nicht gut aus. Da wollen wir eigentlich nicht hin, aber wir müssen dahin. Und ich hoffe einfach mal, dass wir jetzt nicht in den stärksten Starkregen der Welt wiederkommen. Wobei das hier eher so nach einem bisschen Niesel aussieht. Das sieht hier jetzt nicht nach Starkregen aus. Ja, wir gucken mal. Aber wenn ich da hinten mir die Berge angucke, sieht man da hinten, dass da hinten auf jeden Fall Regen gerade ist. Ob wir jetzt reinfahren oder nicht, weiß ich noch nicht. Es wird aber auch immer kälter. Es wird immer feuchter. Ja, und Regen war eigentlich angesagt sogar. Ja, aber wir haben gesagt, wir müssen fahren. Wir müssen ja trotzdem irgendwie vorankommen. Wie es aussieht, werden wir jetzt so komplett nass. Ich habe die ersten Tropfen auf dem Visier. Es nieselt leicht. Man sieht es jetzt vielleicht auf der Kamera noch nicht. Aber auch auf den Armen und so merke ich es. Wir werden höchstwahrscheinlich in den Regen von kommen. Das nochmal schön zum Ende der Reise. Super! Finde ich wirklich super, nochmal richtig nass zu werden. Wir hoffen einfach mal, dass es sich auf leichten Niesel beläuft und nicht auf Platzregen. Wo wir jetzt nicht gleich in die Todesregenfront kommen. Auf jeden Fall werden wir definitiv nicht trocken ankommen. Wir fahren erstmal und gucken mal, wie doll wir nass werden. Es ist halt geisteskrank. Wir kommen von 33 Grad purer Sonne zu 22 Grad Regen. Was, hä? Schon wieder. Ja, schon wieder, ja. What the fuck, man? Das ist jetzt nicht so ein warmer Regen wie bei Frankfurt, sondern das ist so richtig eklig kalter scheiß Herbstregen. Der Regen ist ein bisschen doller. Ich habe gerade mein Visier oben. Mann, der scheppert schon ordentlich. Naja, ich weiß, du merkst auch. Oh, scheiße. Digga, dieses Wetter fuckt mich so brachial ab, ey. Wie soll man denn jemandem erklären, dass wir beide einen Trip machen im Sommer, Alter? Aber wenigstens, ich bin froh, dass ich einen Helm auf habe, Digga, dann werde ich wenigstens nicht auf dem Kopf nass. Ab hier hat es so doll angefangen zu regnen, dass die GoPro das Mikrofon rausgeworfen hat und man nichts mehr gehört hat. Und es hat nicht nur doll angefangen zu regnen, sondern es hat auch nicht mehr aufgehört. Wir sind über 60 Minuten im strömenden Regen über die Autobahn gefahren, um rechtzeitig in Leipzig anzukommen. Den Moment, wie wir in Leipzig ankommen, seht ihr hier nochmal, aber man versteht nicht besonders viel. Also, liebe Leute, ich bin jetzt 18 Jahre in Leipzig. Ich war jetzt nur noch über Landstraße in Leipzig. Von da aus sind wir dann im Regen weitergefahren bis zur Unterkunft, die uns geboten worden ist. Und da sehen wir uns jetzt wieder. Viel Spaß. Wir sind klitschnass, ihr dürft nicht lachen. Da durch? Ja?
Ich bin komplett nass. Ich auch. Ich sag so hallo. Ja, mach das mal. Helm ab und so. Ja, warte. Ach. Das war mehr, als ich gedacht habe gerade. Alter. Wir sind seit einer Stunde im Regen. Ich kann auch nicht mehr. Das ist schön. Ich bin einfach am Ende. War Sonne wäre auch zu einfach gewesen. Ja, natürlich. So, ab jetzt wird's schwer. Unsere Schuhe sind auch komplett nass. Alles gut, kommt rein. Die Socke auch. Alles gut, ich wisch dann morgen nochmal. Sicher? Ja, alles gut. Ich hab... Wir haben doch gelernt, wir dürfen nicht mehr nachfragen, wenn jemand sicher sagt. Oh, warte. Sollen wir euer Zeug erst mit dem Waschmaschinen schmeißen und dann... Oh, ja, gerne, warte. Das ist ein sehr gutes Angebot, ja. Ach, Kacke. Es geht voll. Ich dachte, das ist ein Hotball irgendwann. Wir sind bei 33 Grad, Kuba, Sonne wird losgefahren. Hallo, wir sitzen jetzt im Auto bei den beiden zum Glück und wir durften unsere Sachen in den Trockner schmeißen, wir durften uns umziehen und ich glaube, es war die beste Begrüßung in meinem Leben. Ja, sowas war noch nie auf dem Trip bis jetzt und wir durften unsere Sachen auf dem Wäscheständer hängen, das war alles sehr lieb. Jetzt sitzen wir gerade im Auto und fahren jetzt zur L'Osteria Pizza essen. Pizza essen, ich freue mich. Wir freuen uns sehr. danach wird uns auch die Stadt ein bisschen gezeigt, meint ihr, ne? Ja. Ich weiß aber nicht, ob ich euch davon so viel zeigen kann oder werde, weil es auch regnet. Da sieht man, glaube ich, nicht so viel mit der Kamera. Das gucken wir aber gleich mal. Jetzt geht's erstmal was essen. Es ist soweit. Es ist jetzt. Es ist 0:56 Uhr. 0:56 Uhr und wir sitzen jetzt hier auf der Couch. Haben das gerade eben noch mit den beiden gequatscht, die uns heute das Essen ausgegeben haben und uns im Auto hin und her gefahren haben. Jetzt draußen gottlos regnet seit 5 Stunden. Der letzte Tag neigt sich dem Ende. Wir müssen morgen legit nur noch von hier aus nach Berlin kommen und in Berlin dann im Prinzip rechtzeitig um 15 Uhr an dem Spot ankommen, wo wir losgefahren sind. Da werden wir dann schon unsere Sachen umpacken und von da aus nach Hause. Aber das ist im Prinzip der Abschluss dieser Reise. Das muss morgen noch funktionieren und dann haben wir es einfach geschafft. In den 7 Tagen. Die 7 größten Städte quer durch Deutschland, das Ganze ist wirklich so günstig wie möglich. Ja, definitiv. Wir haben an Tank jetzt ja ausgegeben, 240 Euro mit morgen. Wir haben jetzt noch 11 Euro in seinem Portemonnaie, die wir entweder, ich weiß noch keine Ahnung, ob wir die morgen ausgeben oder danach aufteilen oder so. Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Ihr wisst ja, ich habe eigentlich so eine soziale Angst. Und wir haben jetzt jeden Tag neue Menschen kennengelernt und auch nicht wenig, sehr, sehr viele. Und das ist so, boah, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist wie, als wäre seit... Wie wir losgefahren sind, meine soziale Angst einfach nicht dran. Alleine, dass wir in jeder Stadt eine Unterkunft gefunden haben, plus in fast jeder Stadt haben sich Leute gefunden, die mit uns gefahren sind, uns das gezeigt haben, die sich einfach so angeschlossen haben. Mal gucken, wie morgen wird. Ich bin gespannt. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Lasst ein Like, eine Bewertung und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Den nächsten Teil gibt's bei Steve auf dem Kanal. Guckt da vorbei. Zwei kleine Elfchen fahren heute Motorrad. 7 Tage, 7 Städte, wer kommt denn auf sowas? Ohne Essen, ohne Trinken, Schnauze, nur paar Viren. Kein Platz zum Schlafen, dort schauen sich hier in Viren. Frische gibt's am Boden, Brötchen, Masse, Lami werden reingeschoben. Müssen nicht hungern, Essen kommt nicht zugeflogen.